Mein Name ist Finn Lukas Salomon. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich als Don Arz. Und ich bin schon länger in der deutschen Szene und habe schon bei vielen verschiedenen Teams gespielt. Und jetzt momentan spiele ich gerade Jungle bei Big. Also für mich war das Computerspielen eher eine Alternative, weil ich als Kind immer Schwierigkeiten hatte, mich selbst alleine zu beschäftigen. Also ich konnte nicht irgendwie rausgehen und in einem Sandkasten spielen und mich stundenlang so die Zeit totschlagen, sondern entweder habe ich mich mit Freunden getroffen, ich hatte auch viele Freunde in meiner Kindheit und habe dann da auch nicht Computer gespielt. Aber wenn ich irgendwie alleine war, dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Dann habe ich meistens entweder ferngesehen oder mich an den Computer oder an die Konsole gesetzt und was gezockt. Und das war so meine Art, meine Freizeit zu verbringen und hatte dabei auch sehr viel Spaß. Ja, ich bin Jan-Felix Salomon, großer Bruder von Finn Lukas, Don Arz. Wir haben hier zusammen gewohnt, das ist jetzt hier, wir sind gerade in unserem Elternhaus. Er wohnt eigentlich noch hier, wenn er nicht gerade irgendwie vom Zocken her unterwegs ist. Und ich bin jetzt quasi zu Besuch heute hier. Bin 27 Jahre alt, habe einen ganz normalen Bürojob und zocke auch als Hobby immer wieder gerne. Also meine Brüder waren beide eigentlich schon von Anfang an unterstützend. Mein ältester Bruder war am Anfang noch ein bisschen skeptisch, weil er halt das große Ganze gesehen hat und an meine Zukunft gedacht hat und sich gedacht hat, okay, hält sich das? Wie macht sich das in 10, 20 Jahren? Aber als sie gesehen haben, wie viel mir das bedeutet, sind sie auch, haben alle Matches geschaut, haben sich den Merch gekauft von Big oder von den anderen Teams, waren auf den Events dabei, haben zugeschaut und waren auch immer in der Hinsicht ein Vorbild für mich. Ich bin damit aufgewachsen, dass eigentlich alles kompetitiv war zwischen mit meinen Brüdern, auch ob es jetzt Videospiele waren oder irgendwelche anderen Spiele im Garten. Eigentlich alles war kompetitiv und jeder der Brüder wollte immer der Beste sein. Und keine Ahnung, bei mir hat sich das dann so in meinem Geist, hat sich das wie in Stein gemeißelt und so bin ich heute drauf und deswegen liebe ich das, was ich mache. Wir haben ja noch einen anderen großen Bruder und wir sind eigentlich so diese typische drei Brüderfamilie, die schon immer gezockt haben. Und ich glaube, beim großen Bruder ging es damals los. Er hat es an mich so ein bisschen weitergegeben. Ich habe es an Finn ein bisschen weitergegeben. Und bei ihm war es mehr so Call of Duty. Er hat auch schon die Spiele so gezockt, die wir dann irgendwie gezockt haben. Und wir waren schon immer irgendwie so eine kleine Zockerfamilie. Also als ich mit der Schule fertig war und alle Leute so in der Berufsfindung waren, Studiumfindung, Ausbildungsfindung, alle hatten irgendwie einen Plan. Aber ich hatte irgendwie nie einen Plan, was ich werden will oder was ich machen möchte. Ich hatte das Gefühl, dass andere Leute immer alles durchgeplant haben in ihrem Leben und wirklich Teil für Teil einfach abarbeiten, wie bei einer Liste. Aber bei mir war das nie wirklich so. Und irgendwann hatte mich ESG angesprochen, die ein sehr etabliertes Team sind und die wollten mich haben. Und ich war komplett überrascht, weil ich eigentlich nie bei wirklich guten Teams gespielt habe und auch nicht mit wirklich guten Spielern zusammen gespielt habe. Aber wenn man so ein Angebot bekommt, dann lehnt man das natürlich nicht ab. Aber so richtig begriffen, das, was er macht, das kam dann, glaube ich, erst später, als er dann zu IQ gegangen ist und wir dann irgendwann, also hat er uns dann irgendwann gezeigt, so einen Kicker-E-Sport-Artikel, wo er dann namentlich genannt wurde. Und das war dann für uns so der Moment, dass wir irgendwie begriffen haben, dass das vielleicht doch ein bisschen mehr ist. Ich versuche das schon. Wir haben ja das Problem mit der Internetleitung. Wenn Finn dann oben, also wenn Finn von zu Hause spielt und er spielt oben, dann kann ich das hier nur mit so einer geringen Auflösung gucken. Aber ich versuche schon, jedes Spiel zu schauen. Aber es ist immer witzig, wenn man guckt ja mit der Zeitverzögerung und ich höre ihn dann ja da oben immer schreien, dann weiß man meistens schon, also, ob jetzt was Gutes war oder nicht. Und dann weiß ich ja, in den 3 Minuten werde ich es ja sehen. Ja, versuche das immer zu analysieren. Ich bin quasi in mein erstes gutes Team gekommen bei ESG. Davor habe ich nur bei schlechten Teams gespielt oder bei, ja, ich hatte einmal Top 4 geschafft, aber das war's quasi. Und dann unsere Botlane, Murmel und Panda waren das damals, die hatten sehr viele Probleme miteinander klarzukommen und waren auch meiner Meinung nach der Grund, weswegen wir in der Season viele Probleme hatten. Und am Anfang hatte ich mich noch sehr gut gemacht, aber irgendwann wurde die Teamatmosphäre schlechter und ich habe angefangen schlechter zu spielen, schlechte Games gehabt. Und dann, als wir eine Series verloren haben gegen ein schlechteres Team, kam unser CEO rein in den Gaming-Raum. Wir haben uns alle zusammen auf die Couch gesetzt und meinte, ja Jungs, wir müssen mal reden. Und ich hatte mir gedacht, okay, endlich passiert was auf Botlane. Und dann sagt er so, ja, morgen kommt Lama Bear ins Haus, also der andere Jungler. Und damit war mir klar, dass ich quasi gebancht wurde. Und das hatte ich am Anfang gar nicht so erwartet. Und vor allem im ersten richtigen Team dachte ich erst so, okay, scheiße, jetzt bin ich einmal in einem guten Team und ich werde gekickt. Vielleicht sollte ich einfach aufhören mit E-Sports, aber ich denke, das ist eher so ein Mindset, was Verlierer haben. Und ich
Ich hatte dann versucht, das Beste aus der Situation zu machen, bin im Gaming-Haus geblieben, habe versucht, so viel es geht zu lernen von Llama Bear und habe dann, denke ich, auch wieder meinen Weg gefunden und bin jetzt wieder viel besser, als ich damals war. Und ich denke, dass ich mittlerweile mit solchen Situationen heutzutage um einiges besser umgehen könnte. Also, ich denke, es lohnt sich, hat sich für mich auf jeden Fall sehr gelohnt, im E-Sports zu sein und zu bleiben. Ich habe mega viel Spaß und ich glaube, ich könnte in meinem Leben gerade nichts anderes machen, was mir mehr Spaß machen würde, beruflich. Deswegen bin ich, was das angeht, sehr glücklich. Und ich bin jetzt mittlerweile auch bei einem Team angekommen, wo ich mich sehr wohlfühle. Und ich fühle mich hier super gut aufgenommen, komme mit dem Management, mit den Spielern gut klar. Und das ist auch hier wirklich eine Zusammenarbeit und nicht wirklich nur auf beruflicher Ebene, sondern hier ist auch alles sehr freundschaftlich und deswegen bräuchte ich es auf keinen Fall, diesen Weg eingeschlagen zu haben, sondern ich will es so lange weitermachen, wie es kann. Also ich habe persönlich meinen Peak noch nicht erreicht, wo ich selbst an mir nicht mehr weiterarbeiten kann, sondern ich kann immer noch weiter an mir arbeiten und das muss man stetig so weitermachen, dass man dann irgendwann hoffentlich in die LEC kommt. Aber da gibt einem Big auch wirklich die besten Voraussetzungen für, um das auch zu erreichen. Also jetzt in den letzten Jahren, also ich denke, seitdem er das tatsächlich hier macht, also dieses, also seitdem er League professionell spielt und auch in dem Gaming-Haus da gewesen ist bei Euronics und hier die Bootcamps mit euch, da ist er schon gereift und ist aus sich rausgekommen. Und ich finde, in den letzten zwei Jahren hat er sich doch ganz, ganz enorm gewandelt und ist offener geworden. Das sehen wir auch auf Familienfeiern, dass er jetzt viel mehr erzählt, dass wir das erzählen oder das sagen. Freunde, Bekannte, dass man Finn eigentlich gar nicht mehr wiedererkennt, dass er halt früher immer so still und in sich gekehrt war und jetzt wirklich, wirklich gut und gerne erzählt. Ich habe mich in der Zeit sehr verändert und ich war früher introvertierter, habe mehr zu Hause gehockt und obwohl heute das Computerspielen auch mein Beruf ist, habe ich einen viel besseren Ausgleich. Ob es jetzt Sport ist oder ob es Freunde sind, Familie, rausgehen, Spaziergänge, diese ganzen Sachen sind mir um einiges wichtiger geworden, die es mir früher nicht waren. Und ich glaube, meine Eltern und meine Brüder würden wahrscheinlich sagen, dass der Don Arzt oder der Finn von 7 oder 8 Jahren her, dass der einiges kindischer war und nicht wirklich gewusst hat, was wichtig im Leben ist. Aber ich glaube, das geht den meisten Kindern so. Also so im Erwachsenwerden merkt man eigentlich erst, worauf es ankommt. Und als Kind hat man eher eine limitierte Ansicht auf die Dinge. Er hat sich schon ein bisschen, denke ich mal, von dem Real Life in der Schule von den coolen Leuten schon, glaube ich, ein bisschen herausgehalten, vielleicht auch zurückgezogen, weil man vielleicht auch nicht von Anfang an drin war und hat sich, denke ich, auch deswegen und gleichzeitig dort eine neue Plattform gesucht und einen neuen Kreis irgendwie aufgebaut. Ich glaube, das geht ziemlich mit einem mit her. Also, das ist unterschiedlich. Momentan leidet mein Privatleben meiner Meinung nach nicht unter dem E-Sports, weil ich viel zu Hause bin. Ich habe auch relativ viel Zeit, was mit Freunden und Familie zu machen. Aber es gibt natürlich Zeit, wenn man irgendwie im Gaming-Haus wohnt, dann muss man das auch zwangsweise ein bisschen vernachlässigen, wenn man sich weiter verbessern will. Aber man macht das ja, oder ich mache das ja, weil ich diesen Beruf liebe. Und deswegen ist es für mich auch kein Problem, da mal das Privatleben hinten anzustellen. Aber ich versuche natürlich auch immer, Zeit zu finden für Freunde und Familie, weil das sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Egal, ob es gut oder schlecht läuft, wir sind für ihn da und das weiß er auch. Und ich glaube, er weiß, dass er diesen Rückhalt hat und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir als Familie ihm auch geben können. Denn es gibt immer Leute, die hinter einem stehen, wenn es gerade gut läuft, aber es sind halt auch wichtig, die Leute, die da stehen, wenn es nicht so gut läuft und an ihm glauben. Und ich glaube, das ist so das, was wir ihm als Familie am meisten geben können. Wer unterstützt ihn mehr, wenn er zusammen Spiele schaut, du oder dein Mann? Ich. Und wer ist kritischer? Oh, ich glaube auch ich.